Westküste Irlands, am äußersten Rande Europas, erzählt man sich alte Legenden von Inseln draußen im Atlantik. Ich hätte ja noch ein Tier willen, aber ich. Die Fischer sprechen Gälisch, die Sprache ihrer keltischen Vorfahren. Ihre mündliche Überlieferung ist reich an Geschichten von Inseln der Glückseligkeit und der ewigen Jugend. Jenseits des Horizonts die Zauberinsel Hai Brasil, von der keiner, der auszog, sie zu suchen, je zurückkehrte. Paradiesinseln, sogar auf alten Seekarten verzeichnet, aber nie gefunden. Sind in diesen Legenden Erinnerungen an das untergegangene Atlantis verborgen? Atlantis, ein Kontinent, der vor vielen tausend Jahren unterging, mit einer Zivilisation, der unseren vergleichbar, spurlos verschwunden? Ist Atlantis ein Mythos, ein Werk der Fantasie, wie versteinerte Schiffe, Zauberinseln und Geisterburgen? Der Bericht über den Untergang von Atlantis von dem griechischen Philosophen Platon vor über 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, rätselt die Menschheit. Unsere Fahrt geht nach Westen, von der alten Welt in die neue. Vor der Meerenge von Gibraltar, so Platons Bericht, lag eine Insel, die war größer als Libyen und Kleinasien zusammen. Von ihr konnte man zu anderen Inseln übersetzen, von denen man zu jenem wahren Festland im Westen gelangte. Mitten im Atlantik liegt die Inselgruppe der Azoren, die Spitze eines riesigen unterseeischen Hochgebirges. Sind ihre sanften Bergrücken die einstigen Gipfel des verschwundenen Kontinents? Die meisten Atlantis-Sucher sind davon überzeugt. Aber lassen sich auch Beweise finden. Untergangslegenden auch hier. Sieben Städte sollen auf dem Grund dieser Seen liegen. Ruinen hat man bis jetzt nicht gefunden. Eine Landschaft wie in Platons Bericht vom subtropischen Paradies auf Atlantis. Duftende Kräuter und aromatische Holzarten entlang seiner Bäche. Heiße Quellen, tief aus dem Inneren der Erde, entfalten ihre heilende Kraft. In den Tälern das ganze Jahr über Blumen. An hohen Feiertagen werden die Straßenzüge ganzer Städte mit einem Blumenteppich geschmückt. Eine Tradition aus den Tagen von Atlantis? Sicher nicht. Denn als die Azoren im 15. Jahrhundert von portugiesischen Seefahrern entdeckt wurden, fand sich keine Spur einer Urbevölkerung. Traditionen und Legenden stammen aus christlicher Zeit, von jenen Menschen, die hier auf der Suche nach der neuen Welt Station machten.
Sie waren es auch, die die hier wachsenden Nutzpflanzen aus ihren Heimatländern mitbrachten oder später aus anderen Regionen einführten. Eine Eiszeit hat es hier nicht gegeben. So wäre es immerhin denkbar, dass mancher Baum hier seinen Ursprung in den Wäldern von Atlantis hat. Fast 2500 Meter hoch. Der Gipfel des Pico in Wolken. Der schönste Vulkan der Azoren. Sprang aus seinem Kegel die Glut, die Atlantis zerstörte? Am Fuße des Fogo-Vulkans auf der Insel São Miguel. Der Vulkanologe Professor Hans-Ulrich Schminke ist einer der besten Kenner der Erdgeschichte der Azoren. Was wir hier sehen können, sind ungefähr 6 bis 7 verschiedene Eruptionen aus den letzten 10.000 Jahren. Der Fogo-Vulkan, der hier einige Kilometer im Norden sitzt, ist immer wieder eruptiert. Dann sind riesige Mengen von BIMS, Sie sehen das hier oben vor allem an der etwa 8 Meter mächtigen weißen BIMS-Schicht. Die ist innerhalb von 2-3 Tagen eruptiert, jeweils eine dieser großen BIMS-Schichten. Dann war einige hundert bis tausende Jahre Ruhe, hat sich auf einer BIMS-Schicht eine Bodenkrume gebildet, die so gelb und orange sichtbar ist und darauf Bäume, Wälder sind gewachsen, die dann wieder von den BIMS-Schauern bedeckt wurden. Im Prinzip ist jede dieser Lage, vor allem die oberste, die am besten erhalten ist, die ist ungefähr 4500 Jahre alt, das kann man sehr gut datieren, direkt vergleichbar mit den großen BIMS-Eruptionen am Santorin-Vulkan im Lacher See vor 11.000 Jahren und die große BIMS-Decke, die den Ort Pompeji und den benachbarten Ort Herculaneum 79 nach Christi bedeckt hat. Die Erde kommt nicht zur Ruhe. 1957 wächst der Vulkan Capellinhos aus dem Meer und vergrößert die Insel Faial um 2 Quadratkilometer. Fischerdörfer, die an der Küste liegen, werden im Ascheregen begraben. Ihre Bewohner können sich retten. Viele wandern aus, manche bauen an anderer Stelle neue Häuser. Bis zur nächsten Naturkatastrophe. Wasser und Feuer. Die beiden Naturgewalten, die Atlantis zerstörten. Hier wirken sie mit ihrer ursprünglichen Kraft. Erdplatten dreier Kontinente stoßen hier aufeinander. Die geringste Verschiebung und es geht von neuem los. Morgen oder erst in 1000 Jahren. Ist es da nicht denkbar, dass hier in vorgeschichtlicher Zeit ein Kontinent in der Tiefe verschwand? Es gibt von naturwissenschaftlicher Seite her, das heißt Geologie, Vulkanologie, Ozeanographie, Marinegeologie, keine Hinweise dafür, dass im Bereich der Azoren vor geologisch junger Zeit, also vor 10.000 Jahren, ein Kontinent existierte. Alles spricht dafür, dass die Inseln der Azoren als reine Vulkaninseln vom Meeresboden aus gewachsen sind und jetzt über die Wasseroberfläche sehen. Dazu kommt das hohe Alter. Die Insel Santa Maria zum Beispiel ist mindestens 8 Millionen Jahre alt. Und auch auf der Insel San Miguel und anderen Azoreninseln hat man Alter von mehreren Millionen Jahren gemessen. Und das sind sehr plausible und sehr verlässliche Daten. Moskau. Sowjetische Wissenschaftler machen Ende der 70er Jahre zwischen den Azoren und Gibraltar eine aufsehenerregende Entdeckung. Pressemeldungen gehen um die Welt. Russen finden Atlantis. Das Ozeanologische Institut in Moskau.
Sein stellvertretender Direktor war Leiter der damaligen Expedition. Professor Andrei Aksjonow. Westlich der Straße von Gibraltar befindet sich ein unterseeisches Gebirgsmassiv. Wegen seiner gekrümmten Form nennt man es Hufeisenarchipel. Einer der gewaltigsten Gipfel dieses Massivs ist der Berg Ampere. Er wächst aus einer Tiefe von 2.500 Metern bis 60 Meter unter die Wasseroberfläche. 1976 сотрудник Института океанологии сделал несколько фотографий вершины горы Ампер. Hier machten im Jahre 1976 Mitarbeiter des Ozeanologischen Instituts eine Reihe von Unterwasseraufnahmen. Diese erregten die Aufmerksamkeit der Archäologen und auch der Presse. Die Izvestia publizierte einen langen Artikel. Elemente какой-то стены, словом, искусственного сооружения. Тогда были сделаны повторные фотографии. Вот это. Deutlich zu erkennen auf diesen Fotos sind Teile einer Wand. Auf jeden Fall ein künstliches Gebilde. Dieses Foto ist besonders interessant. Hier kann man ganz klar sehen, dass dies die Mauer eines Gebäudes ist. Es erschienen viele Artikel in portugiesischen Zeitungen, in polnischen. Hier eine dänische Zeitung mit dem Tenor: Russische Wissenschaftler finden das verschwundene Atlantis. Примерно тон этих всех публикаций был такой: потерянное и найденное. Ein paar Jahre später haben wir mit unserem Spezialunterseeboot Argus das Gebiet, in dem die Fotos gemacht wurden, erneut abgesucht. Dieses U-Boot hat sehr starke Scheinwerfer mit einer Reichweite von 50 bis 60 Metern. Wir haben ringsherum den ganzen Berg abgetaucht. Wir sahen Straßen, Mauern und Wände. Es sah aus wie eine archäologische Grabung. Unser U-Boot hat einen mechanischen Greifer, mit dem man Gesteinsproben aufnehmen kann. Unsere Untersuchungen ergaben, dass es sich hierbei ausschließlich um vulkanisches Gestein handelt, hauptsächlich Tuff und auch etwas Basalt. Ein Werk der Natur, das künstlichen Gebilden verblüffend ähnlich sieht. Es war also eine Sinnestäuschung, hier Platons Atlantis zu vermuten. Was unsere vermeintlichen Entdeckungen an den Hängen des Berges Ampere betrifft, möchte ich hiermit feierlich erklären, dass es dort jedenfalls kein Atlantis gibt. Wo Atlantis gelegen haben könnte, das ist von anderen Autoren behandelt worden. Das ist nicht mein Problem. Südamerika. Vor der Südostküste Brasiliens die kleine Insel Ilha Bela. Die Europäer, die dieses Land vor 500 Jahren entdeckten, glaubten, hier jene sagenhafte Insel Hai Brasil gefunden zu haben, von der bereits die alten Kelten erzählten. Stammt daher der Name Brasilien? Auch hier soll es Hinweise auf Atlantis geben. Erinnerungen an ein verlorenes Paradies. Fasziniert von der Idee, dass im Urwald Brasiliens über Jahrtausende hinweg eine Kolonie des untergegangenen Atlantis überlebt haben könnte, macht sich in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts der englische Forscher und Abenteurer Colonel Percy Fawcett auf die Suche nach der Stadt X. Drei Expeditionen rüstet er aus, von seiner letzten kehrt er nicht zurück. Hatte er die sagenhafte Stadt gefunden? Und war dort geblieben, weil er ihr Geheimnis nicht preisgeben wollte? Die Hoffnung, in den Urwäldern Südamerikas Reste einer verschollenen Zivilisation zu finden, ist noch bei vielen lebendig.
Hier, auf der Ilha Bela, rätseln manche Atlantis-Forscher über die Herkunft der Menschen mit den blauen Augen unter der sonst überwiegend dunkeläugigen indianischen Urbevölkerung. Nachfahren vorgeschichtlicher Atlanter oder eher neuzeitlicher Piraten. Die Bucht von Catellanos, vom Land her kaum zugänglich, ehemals berüchtigter Schlupfwinkel von Seeräubern und Sklavenhändlern. An die bizarren Steinformationen knüpfen sich Legenden. Auf fliegenden Drachen sollen die ersten Einwohner der Ilha Bela von einer untergehenden Insel im Atlantik hierher gekommen sein. Versteinerte Zeugen eines mythischen Untergangs. Fliegende Drachen und Vogelschlangen geistern auch durch die Schöpfungs- und Katastrophensagen von Indianervölkern weiter im Norden. Mitten im Golf von Mexiko, die Halbinsel Yucatan. Nächstes Ziel auf unserer Suche nach Indizien für den verschwundenen Kontinent. Unter uns das Land der Maya, Begründer einer rätselhaften Hochkultur des alten Amerika. Einer Theorie zufolge sollen sie Nachfahren der Atlanter sein. Erst kürzlich entdeckte man an der Nordküste Yucatans eine kreisförmige Hafenanlage um die Insel Cerritos. Schutzmauer und Hafeneinfahrt sind noch deutlich zu erkennen. Ein Beweis dafür, dass die Maya auch ein Volk von Seefahrern waren. Wir nehmen Kurs auf Tulum, Ort der ersten Begegnung der Europäer mit den Maya. Sie sahen in der Ankunft der weißen Eroberer eine alte Prophezeiung erfüllt. Die Rückkehr ihres bärtigen Gottes Kukulkan aus seinem Ursprungsland im Atlantik. Dieser Irrtum besiegelte ihren Untergang. 100 Kilometer weiter im Inland, die am besten erhaltene Kultstätte der Maya, Chichen Itza. Auch sie ist Kukulkan geweiht. Seine Herrschaft über Himmel und Erde dargestellt in Form einer gefiederten Schlange. Quetzalcoatl hieß er bei den Azteken. Sein fremdartiges Aussehen, die Silbe Atl und die zwergenhaften Atlanten, die den Altar des Kriegertempels von Chichen Itza über ihrem Kopf halten, so wie Atlas, der Namenspatron von Atlantis, das Himmelsgewölbe stützt, das sind einige der Indizien für eine Verbindung der Maya und der Azteken mit Atlantis. Haben Maya und Ägypter das Pyramidenbauen in Atlantis gelernt? Eine Spekulation überzeugter Atlantologen. Auf dem Ballspielplatz von Chichen Itza wartet eine Überraschung. Die Darstellung eines bärtigen Mannes mit europäischen Gesichtszügen. Die Maya trugen keine Bärte. Nur Kukulkan, ihr weißer Gott, der aus dem Osten über das Meer kam. Von seinem Tempel aus verfolgten die Priester das kultische Ballspiel. Ein Relief auf der Begrenzung des Platzes zeigt den schrecklichen Ausgang. Die Verlierer werden enthauptet. Ihr vergossenes Blut, das aus dem Hals eines der Opfer in Form von 7 Schlangen schießt, bringt neues Leben und sorgt für den Erhalt der kosmischen Ordnung. Der Spielball wird zum Totenschädel. Das Leben kann weitergehen. Hunderttausende von Menschen bevölkerten dieses Land, bauten Pyramiden, Paläste und Tempel und schufen scheinbar aus dem Nichts eine hochstehende Zivilisation. Das meiste davon ist im Urwald verschwunden. Ihre Kultzentren waren durch breite Prozessionsstraßen miteinander verbunden. Am Boden sind sie nur schwer zu entdecken.
Wir sind auf der Suche nach Fundamenten, die uns Aufschluss über ihre Bauweise geben könnten. Francisco, ein Nachfahre der Maya, führt uns zu einer völlig zugewachsenen Mauer. Er spricht noch die alte Stammessprache. Wir befinden uns an der Kreuzung zweier Sacbes, der weißen Straßen der Maya. Das waren bis zu 8 Meter breite Steindämme, die die Städte in einer geraden Linie miteinander verbanden. Sie dienten hauptsächlich für Prozessionen, wurden aber auch für Transporte benutzt. Auf einer Pyramide in Coba, der größten, nur teilweise ausgegrabenen Maya-Stadt in Yucatan, finden wir eine seltsame Figur. Die Darstellung eines herabstürzenden Gottes. Als Vogelmensch im Sturzflug ziert er die Nischen über den Eingängen mehrerer Tempel. Wen stellt er dar? Den Sonnengott? Den Gott des Regens? Oder der Bienen, die in der Mauer seines Tempels nisten? Oder war er, wie Kukulkan und Quetzalcoatl, ein Kolonisator aus Atlantis, wie manche vermuten? Auch in Tulum, dem weißen Wallfahrtsort am Meer, der mit Coba durch eine heilige Straße verbunden war, finden wir den seltsamen Gott am sogenannten Tempel der Fresken. Die roten Hände sollen ein Zeichen für sein Versprechen sein, wiederzukehren aus dem Land der Morgenröte. Von dort, wo vielleicht Atlantis lag. Miami, Florida. Die Hochburg der amerikanischen Atlantis-Begeisterung. Eine aktuelle Meinungsumfrage unter Studenten der USA ergab, 37% glauben fest daran, dass es Atlantis wirklich gegeben hat. Viele Amerikaner glauben sogar, in einem früheren Leben auf Atlantis gelebt zu haben. Sie sehen sich als seine Erben und fragen angstvoll, wird es erneut untergehen, dieses Atlantis-Amerika? Gefördert wurden solche Spekulationen Ende der 60er Jahre durch eine aufsehenerregende Entdeckung vor der Küste Floridas. Am Rande der Bahamas hatte man bei der kleinen Insel Bimini eine seltsame Unterwasserstraße gefunden, die sogenannte Bimini Road. Ihre Lage zeigt uns der Atlantis-Forscher Herb Savinsky. Wir fliegen ein paar Kreise und schauen erst mal.
Da vorn links, da sind die Mauern von Atlantis. Wie ein gigantischer Hockeyschläger liegt die Bimini Road unter uns im seichten Wasser der Karibik. 8 Meter breit, auf einer Länge von 300 Metern in circa 6 Meter Tiefe. Wie es zu der Entdeckung kam, schildert uns der Begleiter des Archäologen Dr. Manson Valentine, der Fischer Bonefish Sam. Mein Vater war eine Art Pionier auf dieser Insel. Als ich ein kleiner Junge von 12, 13 Jahren war, hat er mich überall hin mitgenommen. Damals haben wir auch diese Stelle gefunden. Wir fragten ihn, was an dem Tag passierte, als er dort mit Dr. Valentine vor Anker ging. Als wir ankamen, sagte ich zu ihm, tauchen Sie mal runter, schauen sich das an und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Er kam wieder hoch, so aufgeregt. Ich dachte, er kippt gleich das Boot um. Ich hab's gefunden, rief er. Ich hab's gefunden, das ist es. Dr. Valentine zeigt uns den Lageplan. This is a pre-cataclysmic sort of thing. In other words, it's at least 12,000. Das hier stammt aus der Zeit vor der großen Weltkatastrophe. Das heißt, es ist mindestens 12.000 Jahre alt. Also aus der Zeit von Noah, als die Welt in der Sintflut unterging. Und es gibt Hinweise darauf, dass all diese Megalithstrukturen, diese riesigen Steinbauten, aus der Zeit vor der Sintflut stammen. Die ägyptischen Pyramiden zum Beispiel. Tauchfahrt vor der Küste Biminis. Charles Berlitz, der Jahrzehnte seines Lebens der Suche nach Atlantis gewidmet hat, zeigt uns den Weg. Berlitz, Sprachforscher und Archäologe, Autor von Bestsellern über das Bermuda-Dreieck. Für ihn ist Atlantis der 8. Kontinent. Letzte Vorbereitungen vor dem Tauchgang. Trotz seiner 75 Jahre ist Charles Berlitz mit dabei. Sandy, the big camera. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Über eine Länge von 300 Metern erstreckt sich die Doppelreihe der gewaltigen Steine. Straße oder Mauer? Die Experten sind sich nicht einig. Teil einer Hafenanlage oder heilige Prozessionsstraße, ähnlich wie die Sacbes der Maya? Wie große Kissen liegen die Steine im Sand? Die größten messen 2 mal 6 Meter. Die Zwischenräume wurden von der Kraft der Gezeiten geschaffen. Aber wer brachte die Steine hierher? Oder ist das Ganze ein Werk der Natur?
Muschelkalk, gepresst von Wasser, Wellen und Wind. Laboruntersuchungen ergaben, es handelt sich um hiesigen Kalkstein. Das Alter etwa 2000 Jahre. Aber auch die Straßen der Maya wurden aus dem örtlichen Kalkstein gebaut. Say that this was a remnant of an Atlantean culture, or shall we say, a culture in the middle of the ocean. Ich würde meinen, dass wir es hier mit den Überresten einer aus Atlantis stammenden Kultur zu tun haben. Besser gesagt, einer Kultur, die ihren Ursprung mitten im Atlantik hat. Und zwar genau wie Platon sagt, mit Kolonien auf dem eigentlichen Kontinent, auf der anderen Seite, also Amerika, und an den Küsten Europas, von Irland bis nach Frankreich und Spanien. Ähnliche Gebäude finden wir ja auch in der Nordsee, in der Ägäis und im Mittelmeer, aber immer unter Wasser. Also, was immer auch passiert sein mag, das Meer stieg an, Land ging unter, an anderer Stelle tauchten Berge aus dem Meer auf, jedenfalls kam das Wasser von den Gletschern der letzten Eiszeit. Und man fragt sich, wie sah es damals aus am Ende der Eiszeit? Als die Gletscher schmolzen, stieg auch der Meeresspiegel und gleichzeitig gab es Erdbeben. Mit dem Ansteigen des Meeresspiegels vor ca. 10.000 Jahren um ungefähr 170 Meter wurde dieses ganze Plateau unter Wasser gesetzt. Die Inseln, die wir jetzt hier sehen, sind lediglich die Bergspitzen oder Erhebungen auf einem alten Plateau. Man muss sich vorstellen, das abgesunkene Plateau um Bimini ist größer als die britischen Inseln, fast so groß wie Frankreich. Wer weiß, was wir hier in Zukunft noch finden werden. Vielleicht sogar den Schlüssel zur Atlantis-Frage. Die Suche geht weiter. Keiner kennt sich in der Gegend so gut aus wie Savinsky. Wir sind dann runter nach Andros geflogen, eine der größten Inseln der Bahamas, die kaum bewohnt ist. Dieses Gebiet gehört zum Bermuda-Dreieck. Gleich sehen wir ein Flugzeug, mit dem ein Freund von mir vor einem Monat abgestürzt ist. Plötzlich fielen sämtliche Instrumente und ein Motor aus. Er konnte sich auf eine Insel retten, aber er brauchte 10 Tage, bis er zur nächsten Siedlung kam. So lange musste er sich von Krebsen und Beeren ernähren. Das Bermuda-Dreieck bleibt vielen ein Rätsel. Einer, der auszog, es zu lösen, ist Dr. Alex Tanis, katholischer Theologe und anerkanntes Medium. Als wir da so in unserem Boot segelten, passierte plötzlich etwas. Das heißt, es überkam mich ein merkwürdiges Gefühl und ich sagte zu der Mannschaft, hier ist es, ich glaube, wir sind jetzt in dem Gebiet von Atlantis. Zuerst dachten sie, es könne nicht sein, denn ich beschrieb Wracks von Schiffen und Flugzeugen. Aber als dann mein zweites Ich oder mein Geist in das Gebiet tiefer eindrang, sah ich plötzlich diese wunderschöne weiße Straße. Und da wusste ich, ich war in der Stadt der Unsterblichen. Swimming, as we may say. And suddenly I saw a statue, and there were some ruins, and then I saw walls and arches, and I saw buildings that seemed to be... Und als ich da hineinging, das heißt, ich schwamm ja gewissermaßen, sah ich auf einmal eine Statue und einige Ruinen. Und dann sah ich Mauern und Bögen und Gebäude, die völlig zerstört schienen, halb bedeckt von Wasser und Sand. Plötzlich wechselte ich ganz spontan in eine andere Zeit, in die Zeit, in der die Stadt noch existierte. Und das war das Wunderbare daran. Ich fand mich mitten in der Stadt, als ob ich durch ein schwarzes Loch hineingerutscht wäre. Und jemand begrüßte mich und führte mich umher.
something I had never seen before. It was like light marble, white. I can't describe. There are nothing to describe. But this whole city was all white. Es überkam mich eine ungeheure Freude. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Es war ein Glanz von Licht und Marmor. Ich kann es nicht beschreiben. Aber die ganze Stadt war weiß. Und dann wurde ich zu einem großen Platz in der Mitte der Stadt geführt. Da kam ein Mann mit einer weißen Robe aus einer Pyramide die Stufen herunter und begrüßte mich. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Wir verständigten uns offenbar durch Telepathie. Und er sagte, dies ist die Stadt der Unsterblichen. Die übersinnliche Suche nach Atlantis hat eine lange Tradition. Ihre Pflege ist eins der Aufgabengebiete der Edgar Cayce Foundation im US-Bundesstaat Virginia. Hier deutet und verbreitet man die in Trance gemachten Äußerungen des amerikanischen Wunderheilers und Propheten Edgar Cayce. Er hinterließ auch Lebensbeschreibungen von Zeitgenossen, die früher in Atlantis gelebt haben sollen. Seine Aussagen über Atlantis wurden gesammelt und ausgewertet von seinem Sohn Edgar Evans Cayce. Er beschreibt eine Zivilisation, die wesentlich älter ist als die, von der Platon spricht. Für ihn gibt es drei Zerstörungen statt nur einer. Die erste fand etwa 50.000 Jahre vor Christus statt, die zweite 28.000 und die letzte ca. 10.000 vor Christus. Sie stimmt überein mit der, von der Platon spricht. Cayce beschreibt eine technisch hochstehende Zivilisation auf Atlantis, die von Anfang an existierte, bis zu seinem endgültigen Untergang. Und er sagt, dass viele Menschen heute Wiedergeburten aus der Zeit von Atlantis sind und dass ihr früheres Leben großen Einfluss auf ihr Leben heute hat. Sie begegnen ähnlichen Problemen, wie der hochentwickelten Technologie, ihrem Missbrauch und seinen zerstörerischen Folgen. Von den Grenzwissenschaften zu den Grenzen der Wissenschaft. Wir befragten den Leiter der archäologischen Abteilung der NASA, Dr. Tom Siewe. Wir sind predominantly involved in remote sensing. Wir sind hauptsächlich beschäftigt mit Remote Sensing, Fernerkundung, der Analyse von Radaraufnahmen. Mein spezielles Aufgabengebiet ist die archäologische Aufklärung. Aber allgemein gesprochen betrachten wir Daten von Satelliten, Flugzeugen oder auch Fernerkundungsgeräten hier auf der Erde, um Phänomene zu entdecken, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Wie der Computer Unsichtbares sichtbar macht, zeigt Siewe an einem Beispiel. Wir können unsere Bilder künstlich einfärben, denn alle digitalen Daten sind ja 1 oder 0, schwarz oder weiß. Aber wir können jede denkbare Farbe einsetzen. Das hat den Vorteil, wenn wir uns dieses Bild in schwarz-weiß anschauen, erkennen wir nicht viel. Aber wenn wir es einfärben und das Verhältnis der Werte verändern, können wir plötzlich Informationen herausziehen, die vorher nicht sichtbar waren. Röntgenbilder aus der Urgeschichte. Dies ist die Ausgrabungsstätte von Poverty Point. Wir sehen, diese Siedlung hatte einen zentralen Platz, umgeben von 6 konzentrischen Ringen. Wir bekommen auch noch andere Informationen. So gab es in diesem Ort früher möglicherweise eine große achteckige oder kreisförmige Anlage. One of the possibilities was that the site was a large octagon or circle at one time. It's a civilization that may be one of the oldest in North America. Diese Kultur ist vielleicht eine der ältesten in Nordamerika. Sie existierte von 1800 bis 600 vor Christus. Es ist ein sehr großer Fundplatz und wir wissen bis jetzt sehr wenig darüber. Mit unseren Sensoren sind wir in der Lage, Phänomene aufzuspüren, die uns helfen, diese Kultur besser zu verstehen. Vielleicht wird man eines Tages mit Hilfe von Fernerkundungsgeräten auch die Frage nach Atlantis beantworten können. Wir stehen am Beginn einer Revolution für die Archäologie, ähnlich wie damals bei der Erfindung der Radiokarbon-Datierung oder der Baumring-Datierung. Remote Sensing, die Fernerkundung, wird in Zukunft zur Grundausrüstung eines jeden Archäologen gehören. Thank you.
Im Raumfahrtzentrum von Cape Canaveral laufen die Vorbereitungen für den Start der nächsten Raumfähre. Sie trägt auch die Instrumente der Archäologen an Bord. Ihr Name? Atlantis. Atlantis spricht noch immer zu uns, auch wenn es verschwunden ist. Vielleicht darf es gar nicht gefunden werden. Denn dann würde uns schmerzhaft klar, dass es vor uns eine weit höhere Zivilisation gab und dass wir heutigen Menschen nur eine Kultur aus zweiter Hand besitzen, die wir immer mehr aufs Spiel setzen. Mein Vater war eine Art Pionier auf dieser Insel. Als ich ein kleiner Junge von 12, 13 Jahren war, hat er mich überall hin mitgenommen. Damals haben wir auch diese Stelle gefunden. Wir fragten ihn, was an dem Tag passierte, als er dort mit Dr. Valentine vor Anker ging. Als wir ankamen, sagte ich zu ihm, tauchen Sie mal runter, schauen Sie sich das an und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Er kam wieder hoch, so aufgeregt. Ich dachte, er kippt gleich das Boot um. Ich hab's gefunden, rief er. Ich hab's gefunden, das ist es. Dr. Valentine zeigt uns den Lageplan. This is a pre-cataclysmic sort of thing. In other words, it's at least 12,000. Das hier stammt aus der Zeit vor der großen Weltkatastrophe. Das heißt, es ist mindestens 12.000 Jahre alt. Also aus der Zeit von Noah, als die Welt in der Sintflut unterging. Und es gibt Hinweise darauf, dass all diese Megalithstrukturen, diese riesigen Steinbauten, aus der Zeit vor der Sintflut stammen. Die ägyptischen Pyramiden zum Beispiel. Tauchfahrt vor der Küste Biminis. Charles Berlitz, der Jahrzehnte seines Lebens der Suche nach Atlantis gewidmet hat, zeigt uns den Weg. Berlitz, Sprachforscher und Archäologe, Autor von Bestsellern über das Bermuda-Dreieck. Für ihn ist Atlantis der achte Kontinent. Letzte Vorbereitungen vor dem Tauchgang. Trotz seiner 75 Jahre ist Charles Berlitz mit dabei. Do I need the big camera? Thank you.
Wir sind gespannt, was uns erwartet. I would say that this was a remnant of an Atlantean culture, or shall we say, a culture in the middle of the ocean. Ich würde meinen, dass wir es hier mit den Überresten einer aus Atlantis stammenden Kultur zu tun haben. Besser gesagt, einer Kultur, die ihren Ursprung mitten im Atlantik hat. Und zwar genau wie Platon sagt, mit Kolonien auf dem eigentlichen Kontinent, auf der anderen Seite, also Amerika, und an den Küsten Europas, von Irland bis nach Frankreich und Spanien. Ähnliche Gebäude finden wir ja auch in der Nordsee, in der Ägäis und im Mittelmeer, aber immer unter Wasser. Also, was immer auch passiert sein mag, das Meer stieg an, Land ging unter, an anderer Stelle tauchten Berge aus dem Meer auf, jedenfalls kam das Wasser von den Gletschern der letzten Eiszeit. Und man fragt sich, wie sah es damals aus am Ende der Eiszeit? Als die Gletscher schmolzen, stieg auch der Meeresspiegel und gleichzeitig gab es Erdbeben. Mit dem Ansteigen des Meeresspiegels vor ca. 10.000 Jahren um ungefähr 170 Meter wurde dieses ganze Plateau unter Wasser gesetzt. Die Inseln, die wir jetzt hier sehen, sind lediglich die Bergspitzen oder Erhebungen auf einem alten Plateau. Man muss sich vorstellen, das abgesunkene Plateau um Bimini ist größer als die britischen Inseln, fast so groß wie Frankreich. Wer weiß, was wir hier in Zukunft noch finden werden. Vielleicht sogar den Schlüssel zur Atlantis-Frage. Die Suche geht weiter. Keiner kennt sich in der Gegend so gut aus wie Savinsky. Wir sind dann runter nach Andros geflogen, eine der größten Inseln der Bahamas, die kaum bewohnt ist. Dieses Gebiet gehört zum Bermuda-Dreieck. Gleich sehen wir ein Flugzeug, mit dem ein Freund von mir vor einem Monat abgestürzt ist. Plötzlich fielen sämtliche Instrumente und ein Motor aus. Er konnte sich auf eine Insel retten, aber er brauchte 10 Tage, bis er zur nächsten Siedlung kam. So lange musste er sich von Krebsen und Beeren ernähren. Das Bermuda-Dreieck bleibt vielen ein Rätsel. Einer, der auszog, ist zu lösen, ist Dr. Alex Tanis, katholischer Theologe und anerkanntes Medium. Als wir da so in unserem Boot segelten, passierte plötzlich etwas. Das heißt, es überkam mich ein merkwürdiges Gefühl und ich sagte zu der Mannschaft, hier ist es, ich glaube, wir sind jetzt in dem Gebiet von Atlantis. This is where we are. I know we're in the area of Atlantis. Und der ewigen Jugend. Jenseits des Horizonts die Zauberinsel Hai Brasil, von der keiner, der auszog, sie zu suchen, je zurückkehrte. Paradiesinseln, sogar auf alten Seekarten verzeichnet, aber nie gefunden. Sind in diesen Legenden Erinnerungen an das untergegangene Atlantis verborgen? Atlantis, ein Kontinent, der vor vielen tausend Jahren unterging, mit einer Zivilisation, der unseren vergleichbar, spurlos verschwunden? Atlantis ein Mythos, ein Werk der Fantasie, wie versteinerte Schiffe, Zauberinseln und Geisterburgen. Seit
Der Bericht über den Untergang von Atlantis von dem griechischen Philosophen Platon vor über 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, rätselt die Menschheit. Unsere Fahrt geht nach Westen, von der alten Welt in die neue. Vor der Meerenge von Gibraltar, so Platons Bericht, lag eine Insel, die war größer als Libyen und Kleinasien zusammen. Von ihr konnte man zu anderen Inseln übersetzen, von denen man zu jenem wahren Festland im Westen gelangte. Mitten im Atlantik liegt die Inselgruppe der Azoren, die Spitze eines riesigen unterseeischen Hochgebirges. Es wurden gesammelt und ausgewertet von seinem Sohn Edgar Evans Casey. Er beschreibt eine Zivilisation, die wesentlich älter ist als die, von der Platon spricht. Für ihn gibt es drei Zerstörungen statt nur einer. Die erste fand etwa 50.000 Jahre vor Christus statt, die zweite 28.000 und die letzte ca. 10.000 vor Christus. Sie stimmt überein mit der, von der Platon spricht. Casey beschreibt eine technisch hochstehende Zivilisation auf Atlantis, die von Anfang an existierte, bis zu seinem endgültigen Untergang. Und er sagt, dass viele Menschen heute Wiedergeburten aus der Zeit von Atlantis sind und dass ihr früheres Leben großen Einfluss auf ihr Leben heute hat. Sie begegnen ähnlichen Problemen, wie der hochentwickelten Technologie, ihrem Missbrauch und seinen zerstörerischen Folgen. Von den Grenzwissenschaften zu den Grenzen der Wissenschaft. Wir befragten den Leiter der archäologischen Abteilung der NASA, Dr. Tom Siewe. Wir sind predominantly involved in remote sensing. Wir sind hauptsächlich beschäftigt mit Remote Sensing, Fernerkundung, der Analyse von Radaraufnahmen. Mein spezielles Aufgabengebiet ist die archäologische Aufklärung. Aber allgemein gesprochen betrachten wir Daten von Satelliten, Flugzeugen oder auch Fernerkundungsgeräten hier auf der Erde, um Phänomene zu entdecken, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Wie der Computer Unsichtbares sichtbar macht, zeigt Siewe an einem Beispiel. Wir können unsere Bilder künstlich einfärben, denn alle digitalen Daten sind ja 1 oder 0, schwarz oder weiß. Aber wir können jede denkbare Farbe einsetzen. Das hat den Vorteil, wenn wir uns dieses Bild in schwarz-weiß anschauen, erkennen wir nicht viel. Aber wenn wir es einfärben und das Verhältnis der Werte verändern, können wir plötzlich Informationen herausziehen, die vorher nicht sichtbar waren. Röntgenbilder aus der Urgeschichte. Dies ist die Ausgrabungsstätte von Poverty Point. Wir sehen, diese Siedlung hatte einen zentralen Platz, umgeben von 6 konzentrischen Ringen. Wir bekommen auch noch andere Informationen. So gab es in diesem Ort früher möglicherweise eine große achteckige oder kreisförmige Anlage. One of the possibilities was that the site was a large octagon or circle at one time. It's a civilization that may be one of the oldest in North America. Diese Kultur ist vielleicht eine der ältesten in Nordamerika. Sie existierte von 1800 bis 600 vor Christus. Es ist ein sehr großer Fundplatz und wir wissen bis jetzt sehr wenig darüber. Tausende Jahre Ruhe hat sich auf einer BIM-Schicht eine Bodenkrume gebildet, die so gelb und orange sichtbar ist und darauf Bäume, Wälder sind gewachsen, die dann wieder von den BIM-Schauern bedeckt wurden. Im Prinzip ist jede dieser Lage, vor allem die oberste, die am besten erhalten ist, die ist ungefähr 4500 Jahre alt, das kann man sehr gut datieren, direkt vergleichbar mit den großen BIMS-Eruptionen am Santorin-Vulkan im Lacher See vor 11.000 Jahren und die große BIMS-Decke, die den Ort Pompeji und den benachbarten Ort Herculaneum 79 nach Christi bedeckt hat. Die Erde kommt nicht zur Ruhe. 1957 wächst der Vulkan Capilinhos aus dem Meer und vergrößert die Insel Faial um 2 Quadratkilometer.
Fischer Dörfer, die an der Küste liegen, werden im Ascheregen begraben. Ihre Bewohner können sich retten. Viele wandern aus, manche bauen an anderer Stelle neue Häuser. Bis zur nächsten Naturkatastrophe. Wasser und Feuer. Die beiden Naturgewalten, die Atlantis zerstörten. Hier wirken sie mit ihrer ursprünglichen Kraft. Die Erdplatten dreier Kontinente stoßen hier aufeinander. Die geringste Verschiebung und es geht von neuem los. Morgen oder erst in 1000 Jahren. Ist es da nicht denkbar, dass hier in vorgeschichtlicher Zeit ein Kontinent in der Tiefe verschwand? Es gibt von naturwissenschaftlicher Seite her, das heißt Geologie, Vulkanologie, Ozeanographie, Marinegeologie, keine Hinweise dafür, dass im Bereich der Azoren vor geologisch junger Zeit, also vor 10.000 Jahren, ein Kontinent existierte. Alles spricht dafür, dass die Inseln der Azoren als reine Vulkaninseln vom Meeresboden aus gewachsen sind und jetzt über die Wasseroberfläche sehen. Dazu kommt das hohe Alter. Die Insel Santa Maria zum Beispiel ist mindestens 8 Millionen Jahre alt. Und auch auf der Insel San Miguel und anderen Azoreninseln hat man Alter von mehreren Millionen Jahren gemessen. Und das sind sehr plausible und sehr verlässliche Daten. Moskau. Sowjetische Wissenschaftler machen Ende der Jenseits des Horizonts die Zauberinsel Hai-Brasil, von der keiner, der auszog, sie zu suchen, je zurückkehrte. Paradiesinseln, sogar auf alten Seekarten verzeichnet, aber nie gefunden. Sind in diesen Legenden Erinnerungen an das untergegangene Atlantis verborgen? Atlantis, ein Kontinent, der vor vielen tausend Jahren unterging, mit einer Zivilisation, der unseren vergleichbar, spurlos verschwunden? Ist Atlantis ein Mythos? Ein Werk der Fantasie, wie versteinerte Schiffe, Zauberinseln und Geisterburgen. Der Bericht über den Untergang von Atlantis von dem griechischen Philosophen Platon vor über 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, rätselt die Menschheit. Unsere Fahrt geht nach Westen, von der alten Welt in die neue. Vor der Meerenge von Gibraltar, so Platons Bericht, lag eine Insel, die war größer als Libyen und Kleinasien zusammen. Von ihr konnte man zu anderen Inseln übersetzen, von denen man zu jenem wahren Festland im Westen gelangte. Mitten im Atlantik liegt die Inselgruppe der Azoren, die Spitze eines riesigen unterseeischen Hochgebirges. Sind ihre sanften Bergrücken die einstigen Gipfel des verschwundenen Haben Maya und Ägypter das Pyramidenbauen in Atlantis gelernt? Eine Spekulation überzeugter Atlantologen.
Auf dem Ballspielplatz von Chichen Itza wartet eine Überraschung. Die Darstellung eines bärtigen Mannes mit europäischen Gesichtszügen. Die Maya trugen keine Bärte. Nur Kukulkan, ihr weißer Gott, der aus dem Osten über das Meer kam. Von seinem Tempel aus verfolgten die Priester das kultische Ballspiel. Ein Relief auf der Begrenzung des Platzes zeigt den schrecklichen Ausgang. Die Verlierer werden enthauptet. Ihr vergossenes Blut, das aus dem Hals eines der Opfer in Form von 7 Schlangen schießt, bringt neues Leben und sorgt für den Erhalt der kosmischen Ordnung. Der Spielball wird zum Totenschädel. Das Leben kann weitergehen. Hunderttausende von Menschen bevölkerten dieses Land, bauten Pyramiden, Paläste und Tempel und schufen scheinbar aus dem Nichts eine hochstehende Zivilisation. Das meiste davon ist im Urwald verschwunden. Ihre Kultzentren waren durch breite Prozessionsstraßen miteinander verbunden. Am Boden sind sie nur schwer zu entdecken. Wir sind auf der Suche nach Fundamenten, die uns Aufschluss über ihre Bauweise geben könnten. Francisco, ein Nachfahre der Maya, führt uns zu einer völlig zugewachsenen Mauer. Er spricht noch die alte Stammessprache. Wir befinden uns an der Kreuzung zweier Sakbes, der weißen Straßen der Maya. Das waren bis zu 8 Meter breite Steindämme, die die Städte in einer geraden Linie miteinander verbanden. Sie dienten hauptsächlich für Prozessionen, wurden aber auch für Transporte benutzt. Auf einer Pyramide in Coba, der größten, nur teilweise ausgegrabenen Maya-Stadt in Yucatan, finden wir eine seltsame Figur. Die Darstellung eines herabstürzenden Gottes. Als Vogelmensch im Sturzflug ziert er die Nischen über den Eingängen. Sie sehen sich als seine Erben und fragen angstvoll, wird es erneut untergehen, dieses Atlantis Amerika? Gefördert wurden solche Spekulationen Ende der 60er Jahre durch eine aufsehenerregende Entdeckung vor der Küste Floridas. Am Rande der Bahamas hatte man bei der kleinen Insel Bimini eine seltsame Unterwasserstraße gefunden, die sogenannte Bimini Road. Ihre Lage zeigt uns der Atlantis-Forscher Herb Savinsky. Wir fliegen ein paar Kreise und schauen erstmal. Da vorn links, da sind die Mauern von Atlantis. Wie ein gigantischer Hockeyschläger liegt die Bimini Road unter uns im seichten Wasser der Karibik. 8 Meter breit, auf einer Länge von 300 Metern in circa 6 Meter Tiefe. Wie es zu der Entdeckung kam, schildert uns der Begleiter des Archäologen Dr. Manson Valentine, der Fischer Bonefish Sam. Mein Vater war eine Art Pionier auf dieser Insel. Als ich ein kleiner Junge von 12, 13 Jahren war, hat er mich überall hin mitgenommen. Damals haben wir auch diese Stelle gefunden.
Wir fragten ihn, was an dem Tag passierte, als er dort mit Dr. Valentine vor Anker ging. Als wir ankamen, sagte ich zu ihm, tauchen Sie mal runter, schauen Sie sich das an und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Er kam wieder hoch, so aufgeregt. Ich dachte, er kippt gleich das Boot um. Ich hab's gefunden, rief er. Ich hab's gefunden, das ist es. Dr. Valentine zeigt uns den Lageplan. This is a pre-cataclysmic sort of thing. In other words, it's at least 12,000 years old. Das hier stammt aus der Zeit vor der großen Weltkatastrophe. Das heißt, es ist mindestens 12,000 Jahre alt. Also aus der Zeit von Noah, als die Welt in der Sintflut unterging. Megalithic structures are pre-cataclysmic. Und es gibt Hinweise darauf, dass all diese Megalithstrukturen, die den Ort Pompeji und den benachbarten Ort Herculaneum 79 nach Christi bedeckt hat. Die Erde kommt nicht zur Ruhe. 1957 wächst der Vulkan Capellinos aus dem Meer und vergrößert die Insel Faial um 2 Quadratkilometer. Fischerdörfer, die an der Küste liegen, werden im Ascheregen begraben. Ihre Bewohner können sich retten. Viele wandern aus, manche bauen an anderer Stelle neue Häuser. Bis zur nächsten Naturkatastrophe. Wasser und Feuer. Die beiden Naturgewalten, die Atlantis zerstörten. Hier wirken sie mit ihrer ursprünglichen Kraft. Erdplatten dreier Kontinente stoßen hier aufeinander. Die geringste Verschiebung und es geht von neuem los. Morgen oder erst in 1000 Jahren. Ist es da nicht denkbar, dass hier in vorgeschichtlicher Zeit ein Kontinent in der Tiefe verschwand? Es gibt von naturwissenschaftlicher Seite her, das heißt Geologie, Vulkanologie, Ozeanographie, Marinegeologie, keine Hinweise dafür, dass im Bereich der Azoren vor geologisch junger Zeit, also vor 10.000 Jahren, ein Kontinent existierte. Alles spricht dafür, dass die Inseln der Azoren als reine Vulkaninseln vom Meeresboden aus gewachsen sind und jetzt über die Wasseroberfläche sehen. Dazu kommt das hohe Alter. Die Insel Santa Maria zum Beispiel ist mindestens 8 Millionen Jahre alt. Und auch auf der Insel San Miguel und anderen Azoreninseln hat man Alter von mehreren Millionen Jahren gemessen. Und das sind sehr plausible und sehr verlässliche Daten. Moskau. Sowjetische Wissenschaftler machen Ende der 70er Jahre zwischen den Azoren und Gibraltar eine aufsehenerregende Entdeckung. Pressemeldungen gehen um die Welt. Russen finden Atlantis. Das Ozeanologische Institut in Moskau. Sein stellvertretender Direktor war Leiter der damaligen Expedition, Professor Andrei Aksjonow. Westlich der Straße von Gibraltar befindet sich ein Unten, die sogenannte Bimini Road. Ihre Lage zeigt uns der Atlantis-Forscher Herb Savinsky. Wir fliegen ein paar Kreise und schauen erst mal. Da vorn links, da sind die Mauern von Atlantis. Wie ein gigantischer Hockeyschläger liegt die Bimini Road unter uns im seichten Wasser der Karibik. 8 Meter breit,
auf einer Länge von 300 Metern in circa 6 Meter Tiefe. Wie es zu der Entdeckung kam, schildert uns der Begleiter des Archäologen Dr. Manson Valentine, der Fischer Bonefish Sam. My dad was quite a pioneer this island. Mein Vater war eine Art Pionier auf dieser Insel. Als ich ein kleiner Junge von 12, 13 Jahren war, hat er mich überall hin mitgenommen. Damals haben wir auch diese Stelle gefunden. Wir fragten ihn, was an dem Tag passierte, als er dort mit Dr. Valentine vor Anker ging. Als wir ankamen, sagte ich zu ihm, tauchen Sie mal runter, schauen Sie sich das an und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Er kam wieder hoch, so aufgeregt. Ich dachte, er kippt gleich das Boot um. Ich hab's gefunden, rief er. Ich hab's gefunden, das ist es. Dr. Valentine zeigt uns den Lageplan. This is a pre-cataclysmic sort of thing. In other words, it's at least 12,000 years old. Das hier stammt aus der Zeit vor der großen Weltkatastrophe. Das heißt, es ist mindestens 12,000 Jahre alt. Also aus der Zeit von Noah, als die Welt in der Sintflut unterging. Und es gibt Hinweise darauf, dass all diese Megalithstrukturen, diese riesigen Steinbauten, aus der Zeit vor der Sintflut stammen. Die ägyptischen Pyramiden zum Beispiel. Tauchfahrt vor der Küste Biminis. Charles Berlitz, der Jahrzehnte seines Lebens der Suche nach Atlantis gewidmet hat, zeigt uns den Weg.